Das sind thailändische Kinder aus einem Ort im Norden des Landes. Die Aufnahmen hat Anne Rieken bei ihrem letzten Aufenthalt dort gemacht. Seit 7 Jahren engagiert sich die 31-Jährige für thailändische Jungen und Mädchen. Also das erste Mal war ich 2007 als Freiwillige in einem Kinderheim im Norden Thailands. Und da ist die Situation eben so, dass die Kinder in dem Kinderheim leben können, weil sie sonst keine Möglichkeit hätten, die Schule zu besuchen. Sie leben in so abgelegenen kleinen Dörfern, dass dort überhaupt gar keine Regierungsschule gebaut wurde. Und sie eben jetzt dadurch, dass sie im Kinderheim leben können, auch die Möglichkeit haben auf Bildung. Für Anne Rieken ist sofort klar, dieses Projekt möchte sie weiter unterstützen. Um die Zusammenarbeit mit der thailändischen Stiftung weiter voranzutreiben, gründet sie im Jahr 2010 einen Verein, ThaiCare. Die Hauptaufgabe von ThaiCare ist es, Patenschaften zu vermitteln. Das heißt, wir vermitteln sowohl die Kinder, die in den Kinderheimen leben, als auch Kinder, die nach wie vor noch zu Hause wohnen. Ja, meistens kommen die Kinder aus Familien, die eben so arm sind oder wo die Elternteile schon gestorben sind, dass die Kinder eben bei der Finanzierung des Lebens der Familie mithelfen müssten, wenn eben eine Patenschaft nicht zustande kommt. Anne Rieken engagiert sich aber nicht nur von Deutschland aus. Im Jahr 2013 lässt sie sich von ihrem Dienst als Englisch- und Sportlehrerin freistellen und verbringt selbst 6 Monate in Thailand. In einem Lebensabschnitt, in dem andere eher die Karriere vorantreiben oder Familien gründen, setzt sich die junge Frau für Schwächere ein. Ja, durch die Aufenthalte, die ich in Thailand hatte, habe ich eigentlich für mich so herausgefunden, dass mir das gut tut und dass mich das glücklich macht, anderen zu helfen und ja, dass ich auch damit zufriedener bin, wenn ich so ein bisschen ein Stück weit auch zurückgebe. Und ich denke, dass es nicht so schwierig ist, so ein bisschen mehr auch an andere zu denken. Und das hat mich einfach motiviert oder motiviert mich nach wie vor einfach, dort weiterzuarbeiten. Ihr ehrenamtliches Engagement trägt Früchte. Auch wenn es gut läuft, Anne Rieken hat noch Wünsche im Gepäck. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass der Verein weiter wächst und dass von den mittlerweile 240 Kindern, die in den verschiedenen Projekten leben, noch weitere Kinder vermittelt werden. Wir haben momentan 75 Paten und es wäre natürlich schön, wenn wir noch weitere Paten finden würden, die unsere Kinder unterstützen. Dass das klappt, davon ist auszugehen. Denn Anne Riegens Engagement ist unermüdlich und ihre Begeisterung für das Projekt wirkt ansteckend. Anne Rieken ist unsere Frau des Jahres.